Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zum heutigen Video. Heute haben wir den Herrn Alexander Westermeier zu Gast, einen Classic-Physik-Profiathleten hier in Deutschland. Und heute sprechen wir mal über Verdauung. Wir haben einige Jahre Bodybuilding schon auf dem Buckel, einiges erlebt und die ein oder andere Verdauungsstörung schon mitgemacht. Unheimlich wichtig für euch, unbedingt mal einen Daumen oben da lassen, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentarbox. Und jetzt geht's los. Verdauung mit Alexander Westermeier. Alex, du hast mir erzählt, du hattest in der letzten Vorbereitung massiv Probleme mit der Verdauung. Was ist da passiert? Ich habe den Rebound mitnehmen wollen aus der, von der vergangenen Vorbereitung. Und jeder, der schon mal Wettkämpfe gemacht hat, weiß, man kann dann sehr, 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 sehr gut essen und sehr viel essen. Und ich bin damals auf dieses Schema Low Fat und High Carb, richtig High Carb, bis zu 900 Gramm am Tag. Also 500 Gramm Eiweiß, 900 Gramm Carbs und nur 30 Gramm Fett. Das ging auch ein paar Wochen gut. Ich habe auch gut zugenommen, nicht einmal an Fett. Also das war wirklich prall und sah top aus. Und dann von einem Tag auf den anderen hat es dann angefangen, ich habe mich einfach nur noch gebläht gefühlt. Aber so richtig unwohl gebläht. Also sowas wie Gürtel ging gar nicht mehr. Es hat auch so angefangen, wirklich nur so, wenn ich mich anziehen wollte hier, die Socken anziehen, dass der ganze Bauch im Weg war. Und einfach unwohl. Kann ich ja auch ein Lied davon singen, geht mir auch so. Und ja, dann bin ich auch zum Arzt deswegen, weil das mir ein bisschen komisch vorgekommen ist. Und dann hatte ich da SIBO, nennt sich das, Dickdarm- oder Dünndarm-Fehlbesiedelung. Also da kommen dann Bakterien vom Dickdarm in den Dünndarm, die da eigentlich nicht sein sollten. Und ja, war nicht so cool. Dementsprechend dann die nächsten Wochen dann oder der Anfang der Vorbereitung habe ich dann erstmal gänzlich komplett auf Carbs verzichtet und dann hier erstmal ketogen mich mehr ernährt. Auch meinen ersten Wettkampf komplett ketogen gemacht und mit Fett geladen, wenn man das so nennen kann. Interessant, ja. Und so ist das Ganze dann wieder ins Gleichgewicht gekommen. Also ich weiß nicht, was da in meinem Körper vorgegangen ist. Auf alle Fälle hatte der Probleme mit diesen so Riesenmengen Carbs, wusste der nicht mehr, was er damit anzufangen weiß. Und dann ist es genau ins Gegenteil umgekippt, was ich eigentlich nicht wollte. Total interessant. Also wie Alex gerade schon erklärt hat, haben wir verschiedene Bakterien im Darm und die sind gut, die sollen da auch hin. Und wir haben Milliarden Bakterien in verschiedenen Stämmen, wenn man es genau nimmt. Und ein Bakterium kann verschiedene Dinge verstoffwechseln, spalten oder auch nicht. Und falls ihr euch mal gefragt habt, wieso ihr so oft Heißhunger bekommt, es gibt auch Darmbakterien, die sich von Zucker ernähren. Und wenn die Hunger haben, können die mit unserem Gehirn kommunizieren. Das heißt, unser Magen-Darm spricht buchstäblich mit unserem Gehirn und fordert uns auf, diese Bakterien mit Zucker zu füttern. Also bekommen wir Heißhunger auf Zucker. Ich denke, sowas kann es tatsächlich gewesen sein bei Alex. Denn wie wir wissen, sind Kohlenhydrate ja einfach nur langkettige Formen von Zucker. Und wenn wir die dann mal gespalten haben über unseren Magen-Darm, dann kommen die als Zucker an in unserem Darm und werden dort halt von Bakterien gegessen und die wachsen. Und wie Alex schon gesagt hat, nach einer Diät, wenn du eine Zeit lang wenig Kohlenhydrate gegessen hast, viele Ballaststoffe, viel Proteine und Fette, dann ist dein Magen-Darm einfach nicht mehr so fit, wie er in der typischen Off-Season ist. Also diese Mengen an Kohlenhydraten zu verdauen, fällt dem Körper in der Regel sehr schwer. Deswegen macht dieses Ausdiäten immer so viel Sinn. Ich habe halt auch mit der Martina darüber gequatscht. Die ist ja doch auch eine Legende, glaube ich, bei uns im deutschsprachigen Bereich. Ja. Und die hat auch gesagt, wie du es jetzt gerade richtig angesprochen hast, in der Diät, wenn man dann nicht mehr so viele Kohlenhydrate über einen längeren Zeitraum isst, der Körper hat oder braucht, stellt Enzyme her, um die eben zu spalten, zu verwerten. Und da er die ganze Zeit wenig Kohlenhydrate hatte, sieht er da auch keinen Nutzen mehr, diese Enzyme herzustellen. Und dann sind da erstmal zu wenig da. Und wenn du dann von heute auf morgen dann genau das Gegenteil isst, in dem Fall sau viel Kohlenhydrate, dann kommt die Enzymproduktion nicht mehr hinterher und dann kann sowas passieren. Viel Blödsinn. Es gibt eine Möglichkeit, so wie ich weiß, dass man seine Darmbakterien ausrotten kann. Und das ist wirklich mit Antibiotika. Du warst damals mit Sicherheit beim Arzt. Mhm. Wurde sowas angesprochen? Ja, es wurde angesprochen. Für mich war das halt so, keine Ahnung, immer wenn ich Antibiotika höre, no go. Weil ich weiß halt, ja, Antibiotika tötet die schlechten Bakterien ab, aber halt auch die guten Bakterien. Und danach hast du, also immer wenn ich aufgrund von meinen Verletzungen hier Antibiotika danach bekommen hatte, hatte ich auch immer Probleme mit der Verdauung und
erstmal mit dem ganzen Stoffwechsel und alles. Und das wollte ich in der Vorbereitung vermeiden und habe gesagt, nee, kein Antibiotika, ich versuche die aushungern zu lassen, indem ich ihnen einfach keine Nährstoffe mehr gebe, in dem Fall keine Kohlenhydrate und kein Zucker mehr. Und jetzt kannst du aber Kohlenhydrate wieder besser verdauen? Alles wieder tipptopp, sogar extrem gut. Also es ist kein bisschen, dass mich da irgendetwas bläht mehr und eigentlich permanent der Bauch flach ist. Das hat sich dann wirklich durch die Vorbereitung, durch die letzte, dass ich dann wieder darauf verzichtet habe und dann den Körper langsam wieder an Kohlenhydrate gewöhnt habe, hat dann wieder alles gepasst. Also da nicht immer mit der Brechstange arbeiten. Definitiv. Eine Sache, die ich jetzt auch bei meinen Coachings sehe, wenn Sie neu ins Coaching kommen, ist es für Sie gang und gäbe, dass Sie 5 Tage von 7 Durchfall haben. Oder Blähungen oder Verstopfung. Das gehört so dazu. Bis Sie mal gelernt haben, dass wenn Sie sich konstant gesund ernähren, dass man da so eine Konstante reinbekommt in seine Verdauung und irgendwann keine Probleme mehr hat. Aber die meisten Leute, die sich mit Verdauung auseinandersetzen, lesen dann Ballaststoffe, unverarbeitete Lebensmittel, nicht dies, nicht das, kein Zucker und machen alles auf einmal. Und dann passiert genau das, was dir passiert ist. Du schmeißt Ballaststoffe rein, der Körper hat aber noch gar nicht gelernt, die Ballaststoffe irgendwie zu verdauen. Mhm. Die Bakterien existieren gar nicht. Gut, dass du das gerade ansprichst, weil ich glaube auch, dass Ballaststoffe so der Teil ist. Man liest immer, wie gut Ballaststoffe sind. Aber für uns Bodybuilder, wenn du viel isst, sind Ballaststoffe nicht unbedingt vom Vorteil. Also bis zu einer gewissen Menge, sage ich halt einfach. Ich sage jetzt 30 Gramm ist alles okay. Vielleicht auch noch 50 Gramm. Aber darüber hinaus ist definitiv Todesurteil für jeden Verdauungstrakt. Ich denke, kannst du dazu stimmen. Und wenn du halt dann einfach sau viel Kalorien zu dir nimmst und viele Kohlenhydrate, da ist immer irgendwie meistens sind da Ballaststoffe enthalten und dann sind die Ballaststoffe dann meist zu hoch. Und dann bist du wieder gebläht. Ja, überleg mal, in der Off-Season, du isst mehrere 100 Gramm Gemüse, mehrere 100 oder Kilogramm an Kohlenhydraten und dies und das und Cornflakes. Und da ist überall irgendwas drin und du kommst locker über 50 Gramm. Und dann kippst du dir noch extra Ballaststoffe als Shake obendrauf. Mhm. Da ist Ende. Und dann Flohsamenschalen, wenn man hier hört, das wäre noch so gut und schieß mich tot. Und da sage ich halt, 30 Gramm ist so eine Menge, wo ich persönlich damit gut leben kann. Sogar teilweise 25 bis 30, das reicht mir vollkommen aus, damit alles gut geht. Und ey, wenn ihr mal drauf schaut, die erreicht man echt verdammt schnell, wenn man sich gesund und ausgewogen ernährt mit Gemüse und sowas. Und Haferflocken oder Dinkelflocken oder irgendwas in der Richtung sind 30 Gramm ganz schnell erreicht. Das ist die Frage, wer ernährt sich konstant jeden Tag gleich und gut und gesund? Ich glaube, da sind diese Dinge halt eben, da haben sie ihre Daseinsberechtigung. Mhm. Es gibt noch ein Thema, worüber ich mit dir sprechen will. Hast du vielleicht auf Instagram gesehen, dass Sadik Hacigovic, einer der ersten Classic-Physik-Athleten und Arnold's Classic-Gewinner, da gab es jetzt so einen Riesenpost, dass er Muttermilch trinkt. Okay. Hast du was davon gehört? Mhm. Ich bin immer ein bisschen auf die Schliche gegangen. Und wenn ein Säugling Muttermilch trinkt, ist es der erste Schritt, um so ein Mikrobiom, also so ein Darmbakterienkultur aufzubauen. Mhm. Und dann hat man entschlüsselt, dass diese Dinger HMOs heißen. Human Milk Oligosaccharide, glaube ich. HMO. Mhm. Und die bauen also tatsächlich dein Mikrobiom auf. Mhm. Und jetzt kommt der geile Part. Diese Präbiotika, die da drin sind, also diese Bakterien, scheinen die bösen Darmbakterien zu verdrängen. Mhm. Also das umgekehrte Prinzip von dem, was wir immer Angst haben. Also okay, das habe ich von der Logik her verstanden. Was da aber jetzt ein bisschen mich daran erinnert, zum Beispiel Akazienfasern, sagt ihr das was? Klar. Die haben das auch. Also die geben Nährstoff für die gesunden oder für die guten Darmbakterien und helfen somit, sich durchzusetzen gegenüber den schlechten. Korrekt. Was viele Leute halt machen, ist, die gehen gestern erst gesehen. Da war eine Frau und man hört so auf dem einen Ohr mit, so, ah ja, ich habe immer Durchfall, jetzt keine Krämpfe und bla bla bla. Für sie war also dieses Durchfallding schon seit Wochen normal. Und dann hat die Apothekerin gesagt, ja, nehmen Sie doch mal Prä-Probiotika, 12 Millionen Stämme. Ohne aber zu erfragen, woher die Problematik kommt. Eigentlich ist es so, dein Magen-Darm ist schon besiedelt mit einem Haufen schlechter Bakterien. Und jetzt schmeißt du noch ein paar Bakterien drauf. Rein. Und dann gar nichts. Ja, dann, wo sollen die hin? Also die wachsen ja nicht einfach so. Die brauchen ja auch Nährboden, die brauchen Nahrung quasi in Ballaststoffen und Quatsch. Deswegen ist dieses HMO-Thema unheimlich interessant. Es gibt jetzt Untersuchungen, die gezeigt haben, dass du dein Mikrobiom quasi resetten kannst, indem du diese zuführst und nicht nur zuführst, sondern die setzen auch an und verdrängen quasi die Schlechten.
Das ist quasi, wenn du dir das Bild nicht vorstellst, ein Darm, der ist so gerötet, überall sind so Entzündungen und schlechte Bakterien. Und da schmeißt du diese HMOs rein und dann kriegst du diese grünen Pünktchen und die vermehren sich und werden so zu einem zu grünen Wunderwiese an Magen und Darm. So stelle ich mir das vor in meiner Fantasie. Scheint zu funktionieren, das ist der Wahnsinn. Das braucht man bloß nur Muttermilch. Noch besser, die haben diese HMOs extrahiert. Und weißt du, was das Allercoolste ist? Ich darf es eigentlich nicht verraten. Ich habe das jetzt zwischen den Zeilen mitbekommen. Es wird ein Produkt geben, bald, hoffentlich. Wir sind die allererste Peak, wir die allererste Firma sein, die dieses Produkt bringt. Es gibt noch keine Firma, die das hat. Wir haben wahrscheinlich die Möglichkeit, diesen Rohstoff, diese HMOs zu bekommen und ein Supplement daraus zu machen. Geil. Ihr habt es nicht von mir gehört. 100% kopieren die das. Wenn es stattfinden sollte, kann ich euch schon mal ein Datum geben und das wird rund um die FIBO sein. Deswegen ist dieses HMO-Thema und Verdauungsthema so unheimlich interessant, sowohl für uns Bodybuilder als auch für die Durchschnittshelga und den Durchschnittsdieter. Weil jeder hat Verdauungsbeschwerden von Zeit zu Zeit. Ob jetzt Profiathleten, ob Otto-Normalverbraucher, ist wirklich egal. Und einfach eine Tablette nehmen, die dein ganzes Umfeld im Magen-Darm verändert, gab es nicht, noch nicht. Aber mit HMOs haben wir wahrscheinlich eine sehr gute Grundlage dafür gelegt. Und ich kann dazu auch noch was sagen. Also wenn die Verdauung mal nicht stimmt, es gibt für mich nichts, was mich mehr nervt und wo ich mehr dann genervt bin, wenn da was nicht passt. Was kennst du, wenn du dieses Völlegefühl hast, du isst und fühlst dich nach träge, fühlst dich im Training gebläht, du kannst gar nicht mehr die Bestleistungen aufstellen, weil du dich einfach unwohl fühlst. Und das ist meiner Meinung nach auch so ein wichtiger Aspekt. Was bringt es, tonnenweise gute Nährstoffe zu essen an Fetten, Proteinen und Kohlenhydraten, wenn du sie gar nicht verwerten kannst, wenn du sie gar nicht aufnehmen kannst? Da hat Mike letztens ein super cooles Video hier auch über Glutamin rausgebracht. Dass Glutamin nicht dem Aufbau dient oder dem Muskelaufbau, aber indirekt schon. Nämlich, wenn einfach die Verdauung und alles gut läuft und du alles gut verwerten kannst, erst dann kannst du auch richtig aufbauen. Das geht Hand in Hand über. Und wenn das nicht gegeben ist, das ist eigentlich so die Basic einfach, damit überhaupt diese ganzen Stoffwechselprozesse wie Muskelaufbau und alles stattfinden. 100%. Deswegen macht es auch nicht unbedingt viel Sinn, wenn ihr jetzt entscheidet, hey, 200 Gramm Protein ist gut, 600 Gramm Protein am Tag sind besser, weil es kommen tatsächlich dann trotzdem nur 250 an. Und darüber sprechen wir gerade. Du kannst oben reinstopfen, was du willst, wenn dein Körper nicht damit umgehen kann, es nicht verdauen kann, nicht zersetzen kann und verfügbar machen kann. Das ist nur Geldverschwendung. Dann scheißt du das einfach wieder aus, auf gut Deutsch gesagt. Deswegen, liebe Leute, Alex, vielen lieben Dank für deine Einblicke. Sehr wichtig und für die Zukunft auch, wenn ihr Fragen habt, gerne unten in die Kommentare schreiben. Alex, unbedingt verfolgen, der hat in 10,5 Wochen, im Mai, Ende Mai ist das richtig? 25. Mai. 25. Mai, eine Pro-Show und zwar in Deutschland. Also wenn ihr Bodybuilding begeistert seid, Alex auf der Bühne sehen wollt und auch noch 8 weitere deutsche Profis, dann ist St. Leon Roth. St. Leon oder St. Leon Roth? Ich glaube St. Leon. Leon. Ja. St. Leon Roth. Das ist so zwei halbe Städte. Es gibt St. Leon und St. Leon Roth. Übrigens 10 Minuten von hier weg, hier unten bei Heidelberg. Kommt vorbei, feuert die Leute an. Unbedingt mit dem Code Alex bei Peak bestellen oder mit dem Code Mike, wisst ihr Bescheid. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Alex und euer Mike.